Und da sind wir wieder mal bei World of Warcraft. Das hier, boah, ich glaube, ich habe vor 2 Wochen eine einzige Folge aufgenommen. Das war, wo ich über die Ereignisse bei der BlizzCon geredet hatte. Und davor, ich glaube, 3 Wochen sind es da auch schon her gewesen. Ja, jetzt habe ich etwas mehr Zeit wieder zum Aufnehmen. Mein Kollege ist aus dem Erziehungsurlaub, Elternzeit, also 1,5 Monate war er weg. Und da ist er jetzt Gott sei Dank wieder zurück. Das war schon teilweise sehr schlimm. So, was brauchen wir denn hier? Einmal das hier. Und mit wem kriegen wir am meisten? 130, 170. Alter Schwede. Sehr schön. Gut, was haben wir? Ich will kurz mal mit jemandem reden. Nein, ich muss hier die Einstellungen noch ein bisschen anpassen. Machen wir hier mal auf 9. So. Ja, und zwar, ich habe mir einen neuen Gaming-PC zugelegt. Richtig geiles Teil. Hab mir einen Samsung, was ist das, 28 Zoll Bildschirm dazu geholt. Ja, jetzt wollte ich aufnehmen. Scheiße, Mikro funktioniert nicht. Also, ich brauche jetzt ein neues Mikrofon, bevor ich mit dem neuen PC endlich Livestreams machen kann. Und Let's Plays aufnehmen. Ja, daher musste ich meinen alten Laptop wieder rauskramen und nehme jetzt mit dem auf, weil mir gehen die Folgen aus. Dadurch, dass ich halt die letzten 5 Wochen fast nicht aufnehmen konnte. Ja, und jetzt steigt mal von einem 28 Zoll Monitor mit UHD auf einen 17 Zoll Laptop-Bildschirm um. Das ist kein Spielvergnügen. Naja, was will man machen? Also ich sag mal, nächste Woche werde ich mir, jetzt wo ich das aufnehme, ist Samstag. Heißt, nächste Woche werde ich mir das neue Mikrofon dann holen und werde dann auch mit dem neuen Gerät aufnehmen. Ja, was machen wir heute? Wir haben den 13. Geburtstag von World of Warcraft. Dafür war im Briefkasten eine Feiertagspaketsmarke, erhöht jeglichen Erfahrungs- und Rufzuwachs 1 Stunde lang um 13% und ein etwas dringender Brief der Zeitwanderer. Da haben wir. Trefft euch mit Historiker Lore in der Königlichen Bibliothek in Sturmwind. Also einmal hier zur Burg. Und schauen, was der von uns möchte. Hier gibt es auch eine Quest. Ist eine alte. Ja. Erlangt die Tiara von Perenolde zurück. Genau. So, der Historiker. Jetzt ist es auf einmal wieder zu laut, würde ich sagen. Ja, ich werde es dann, also ich werde jetzt die eine Folge hier aufnehmen, dann prüfe ich das mal, weil ich habe die ganzen Einstellungen in der Zwischenzeit geändert, weil ich nur noch am normalen PC jetzt gearbeitet habe. Deswegen, da muss ich dann mal gucken. Was ist das? Eine. Gebt die richtige Antwort auf eine von Loris Fragen zur Geschichte von Azeroth. Was hat er noch? Boah, das ist zu laut, die Musik. Das ist eindeutig zu laut. Ich muss hier runtergehen. Warum ist die Musik eigentlich auf einmal so laut? So ganz aus. Ja, so ein bisschen Musik wollen wir schon. So.
Die Originale besiegt Lord Karsak in den verwüsteten Landen Azuregos in Acharah und den Drachen des Albtraums bei einem der Portale zum smaragdgrünen Traum. Aha. Verwüstete Lande. Azuregos in Acharah. Es würde euch nicht. Habe ich noch nie gesehen, die Quest. Was hat er hier an Waren? Edelkostüm seit Edwin van Cleef. Bronze getönte Sonnenbrille. Donnerzorn, gesegnete Klinge des Windsuchers. Den habe ich schon. Als Jedi verkleiden. Festzauberstab. Aha. Okay. Ja, wir machen erstmal die Quest hier. Interessante Zeiten. Quest beenden. Und das war's. Toll. Eine Zeit des Reflektierens. Also werden wir eine Frage beantworten. Na dann lasst uns euer Wissen auf die Probe stellen. Welcher Paladin gehörte nicht zu den fünf, als die Silberne Hand gegründet wurde? Uta, Alexandros, Gavinrad, Saldan. Uta Lischbringer war dabei. Saldan glaube ich auch. Alexandros, Gavinrad. Falsch. Scheiße. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Wie heißt die Wüste, die die Höhlen der Zeit umgibt? Tanaris? Ja. Passt auf euch auf. Los. Sehr schön. 25 zeitverzerrte Abzeichen. Quest beenden. Und die Originalen. Lord Karsak in den verwüsteten Landen. Wir können es ja mal ausprobieren. Also wir probieren heute einfach ein bisschen mal was aus. Je nachdem, wie lange das jetzt dauert, kann es auch sein, dass wir morgen auch noch weitermachen. Und dann wird es mit den... Wo will ich jetzt eigentlich hin? Die Originale. Verwüstete Lande, hier ist der. Und dann wird es in Warlords of Draenor weitergehen. Und zwar machen wir... Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, während wir da hinfliegen. Erkundung Draenor. Fliegen in Draenor. Wir brauchen noch Tanaan-Diplomat und Schatzjägermeister. Wir müssen 50 Schätze in Draenor finden. Puh, alter Schwede, das wird ein Akt. Und wir müssen im Tanaan-Dschungel. Im Tanaan-Dschungel müssen wir bei den drei Fraktionen respektvoll werden. Heißt, es kann einige Zeit dauern. Was wir aber auf jeden Fall auch machen, ist die Invasionen. Wir haben ja schon Schattenmunk-Clan gemacht. Wir werden dann noch Eiserne Horde, Schattenrat, Oger, Goren und Botani machen. Und Gastgeberin der Pilgerfreuden. Wir schauen mal kurz hier in Dunkelhain vorbei. Einmal kurz hier vorbeischauen. Guten Tag. Teilen an der Festtafel. Verspeist 5 Portionen jedes Gerichts an einem reich gedeckten Tisch, bis ihr zu der Erkenntnis kommt, teilen macht Freude. Man sieht sich. Jo, können wir machen. Und zwar müssen wir uns dafür hier hinsetzen. So. Wir können jetzt an Gewürzbrot laben. Wenn hier mehrere Leute am Tisch sitzen, ist es natürlich praktischer, weil man die ganze Zeit das Zeug hin und her werfen kann. Also wir können jetzt hier zum Beispiel Kuchen rüberreichen, reicht eine Portion Kuchen zu einem anderen Teller hinüber.
Und wenn das dann jeder macht, haben wir alles auf einem Teller und müssen nicht die ganze Zeit die Plätze tauschen. So, das ist das Zweite. Hier gibt es dann den Truthahn. Wer seine Kochkunst noch nicht hochgejagt hat, während dem Pilgerfest ist wirklich die beste Möglichkeit, das zu machen, weil man mit den ganzen Sachen, Moosbeeren zum Beispiel oder Truthahn, also alles, was man hier auch essen kann, kann man in den Großstädten seine Kochkunst hochjagen. Ich glaube bis, ich bin mir nicht ganz sicher, 450, was ist das? Da ist nichts. Hä? Moment, was fehlt denn hier? Die Süßkartoffeln fehlen. Wieso kann ich denn hier keine Süßkartoffeln essen? Jetzt geht's. Ich glaube, bis 450 kann man Kochkunst hochmachen. Danach muss man erstmal Truthähne jagen. Und erhöht den gewonnenen Ruf um 10%, hält eine Stunde. Boah, wir müssen unbedingt in Trainor weitermachen. Schönen guten Tag. So, teilt an der Festtafel, Quest beenden. Ja. Wir machen jetzt schnell diese drei Gegner. Und dann werden wir uns direkt nach Draenor begeben. Werden da im Tarnan-Dschungel Ruf farmen. Wir haben jetzt hier einmal 10% mehr dazu. Wir können nochmal hier 13% dazu kriegen. Heißt, es lohnt sich richtig. Das lohnt sich richtig. Da können wir vielleicht mal so ein bisschen schneller Ruf farmen. Hier unten. Achso, das ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Erzmagier Khadgar. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist wahrscheinlich irgendwas mit Karazhan. So, wo ist Kasak? Wir gucken dann nochmal auf dem Rückweg kurz bei Karazhan vorbei. Erstmal gucken, ob wir den hier alleine schaffen oder ob wir da eine Gruppe brauchen. Ja, genau. Lord Kasak ist tot. Also ich glaube, wir schaffen den nicht alleine. Ein Boss, ich sehe nicht, wie viel Leben der hat. Und oder Magier. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange der Respawn braucht, wie lange der jetzt schon tot ist. Ja, wir können ja nochmal kurz bei Karazhan vorbei und schauen dann nochmal, Entschuldigung, aber ich glaube, das wird nichts. Da muss man wahrscheinlich schon eine Gruppe suchen. Und darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt gar keine Lust. So, das schöne alte Karazhan. Was hat Khadgar denn für eine Quest? Schließt 4 Portale und zündet 20 Dämonen am Gebirgspass der Toten Winde. Und hier sichert die östlichen Länder unterhalb von Karazhan. Aha. Und der hier holt eine verderbte Essenz des Bodens unterhalb. Ah ja, okay. Also aktuelle Quests. Okay.
Ja, können wir demnächst mal vorbeischauen. Da können wir demnächst mal vorbeischauen. Wir dürfen jetzt halt hier nicht zu viel Zeit vergeuden. Müssen jetzt mal gucken. Kasak ist verschwunden. Verdammnis Zerstörer. Der besudelte Wald. Von was wurde der besudelt? So, da. Nein, nein. Der wird wahrscheinlich gleich erscheinen. 110er Magier. Ah, immer diese Wartezeiten. Ja, ich denke mal, wir werden es so machen, dass wir in Trenor, also Tarnan-Dschungel, werden wir Ruf-Farmen. Und sobald der Buff hier vorbei ist, gehe ich wieder in eine Großstadt oder in ein kleines Dorf. Muss ich mal gucken, wie es in Trenor aussieht, ob da auch irgendwas ist, wo man sich hinsetzen kann, dass wir die ganze Zeit ständig mehr Ruf erhalten. Och komm.